Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Dead Synchrony City. Und ich synchronisiere immer noch nach die letzte Folge heute. Und wir werden jetzt das elektrische Kabel kappen, oder? Michael? Das ist der einzige Weg, der mir einfällt, um die Schläge aus ihrem Bau zu holen. Na dann mal auf, Michael. Oh, ich hoffe, wir machen jetzt nichts falsch. Was zur Hölle ist jetzt los? Sieht wie Jetzt ein aber schnell weg hier, Stromausfall Michael. aus. In diesem verdammten Lager funktioniert auch nichts. Bleib Dieses da nicht verdammte stehen. Drecksloch wird noch unser Ende sein. Es ist alles okay, reg dich ab und halt den Mund. Du, zünde ein paar Kerzen an, damit wir hier drinnen etwas Licht haben. Und du, komm mit. Wir schauen uns das mal an. Es wäre Oh, besser, wenn Sie Michael, mich hier weg nicht hier. sehen würden. Ja, mach dich vom Acker. Sieh mal, das Hauptkabel ist kaputt. Wie Warum hat konnte er es da das liegen lassen? passieren? Ich Michael. weiß es nicht. Vielleicht der Wind oder ein Vogel. Ihr Vollidioten! Das Kabel wurde zerschnitten. Das war Sabotage. Ja, und hier ist das Werkzeug, das benutzt wurde. Handschuhe und ein Bolzenschneider. Verdammt. Von dem Kram kann ich mich verabschieden. Sabotage? Was lässt du das denn auch liegen? Jemand hat uns sabotiert? Mann, Wer Michael, würde das wagen? Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Hallo. Was ist passiert, Hank? Hey, Mike. Schön, dich mal wieder hier zu sehen, Kumpel. Hier ist nichts Besonderes passiert. So ein blöder Lagerelektriker wollte wohl hier bei uns etwas üben. Das ist alles. Wir werden ihm schon die passende Belohnung geben, wenn wir ihn finden. Du weißt schon, das ist nur fair. Also, sag mir, was bringt dich in diese Gegend? Ich möchte mit dir etwas Geschäftliches bereden. Geschäftliches? Natürlich, Mike. Du weißt ja, in diesen harten Zeiten muss man sich gegenseitig helfen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden. Komm rein so und setz dich zu mir. Und du, reparier das. Na dann. In Ordnung, Kumpel. Du hast gesagt, du willst etwas Geschäftliches besprechen. Ja, genau. Also, Aber was hier denn? Sind wir. Schieß los. Ich weiß es selber gar nicht mehr. Ja, ich brauche Batterien, genau, für unser GPS-Peiler, den wir haben. Gib mal Batterien bitte her. Das letzte Mal, als ich hier war, hast du gesagt, ich könnte hier alles bekommen. Ich brauche ein paar Batterien. Natürlich, Mike. Du weißt, dass ich dich mag. Ich erkenne jemanden unserer Art, wenn ich ihn sehe. Ich will dir helfen, wirklich. Aber du weißt, dass in der heutigen Welt alles seinen Preis hat. Die Dinge sind sehr hässlich geworden. Wie viel wird mich das kosten? Spar dir dein Geld für diese armen Teufel da draußen. Ich kann die Zukunft sehen, Kumpel. Ich kann sie riechen und spüren. Und dieses dumme Papier wird schon sehr bald wertlos sein. Also, was willst du im Tausch? Das einzige flüssige Gut, das in dieser neuen Welt noch etwas wert ist, Mike. Treibstoff. Bring mir Benzin, Öl, Kerosin. Alles, mit dem man einen Motor oder Generator zum Laufen bringen kann, Kumpel. Dies sind finstere Tage und die Leute brauchen Strom. Wir wollen ihn liefern. Bring mir so viel Treibstoff, wie du kannst. Und die Batterien gehören dir. Vielleicht verstehst du, dass ich sowas nicht dauernd mit mir rumschleppe. Dann tut es mir leid, dir das sagen zu müssen, Kumpel. Kein Sprit, kein Deal. Aber du bist ein schlauer Kerl. Ich bin mir sicher, du wirst einen Weg finden, mich glücklich zu machen. Treibstoff gegen Batterien, na, wo kriegen wir denn Treibstoff her? Und der Pisser hier, du hast mit Rose zu tun, ja? Dann wollen wir ihn nochmal fragen. Oder? Fragen wir doch nicht? Doch, komm, wir fragen ihn mal, oder? Komm, finden wir zum Katzen. Richtig, Rinder. Ich habe gerade mit deinen Leuten geredet. Diesen Maden, die Rose verkaufen. Ich finde deine Geschäfte zum Kotzen. Pass auf, was du in meinem Haus sagst, du verdammter Puritaner. Du beleidigst mich vor meinen eigenen Leuten. Und das ist nicht das erste Mal. Das arme Mädchen ist verwirrt. Sie hat den Verstand eines Kindes. Was ihr mit ihr macht, widert mich an. Du willst über Gerechtigkeit reden, Kumpel? Über die objektive, unbeeinflusste und blinde Dame mit der Waage? Es ist lustig, dass du diese blinde Hure ins Gespräch bringst. Warst du es nicht, der eine gute Stange Geld für etwas Zeit mit der kleinen Maus bezahlt hat? Hattest du deinen Spaß mit ihr, Mike? Und sag mir, was sind das für Blutflecken auf deinem Hemd? Ich nehme an, meine Informanten haben sich geirrt.
Und das Blut hat nichts damit zu tun, dass ein gewisser Prediger in der Stadt verschwunden ist. Oh oh. Hast du ihn gerecht behandelt, Mike? Sag mir, wer zur Hölle glaubst du zu sein, dass du irgendwem was von Moral predigen kannst, Kumpel? Aber woher weißt du das? Warte, es gibt eine Erklärung für all das. Natürlich gibt es eine Erklärung. Und die ist sehr simpel. Du hast getan, was du tun musstest. Aber mach dir keine Sorgen, Mike. Ich sehe alles. Aber deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Ich mag dich, Kumpel. Denn ganz tief drinnen sind wir zwei uns ähnlicher, als du denkst. Und nicht, dass unsere man uns auch wahre beim Natur kommt hat. In dieser neuen Welt in all ihrer Pracht zum Vorschein. Du brauchst nur den Mut, ihr entsprechend zu handeln. Du irrst dich. Ich bin nicht wie du. Ich hoffe für dich, dass du derjenige bist, der falsch liegt, Kumpel. Du bist ein Raubtier. Ich kann das spüren. Mach nicht den Fehler, zum Lamm zu werden. Du weißt ja, wozu das führen kann. Und wenn es um Rose geht, kann ich dir sagen, dass sie alles Recht in der Welt hat, sich selbst zu verteidigen. Das ist das Schöne an dieser neuen Welt. Sie hat uns die absolute Freiheit gegeben, unsere wahren Rollen zu spielen. Rose musste genau wie wir alle entscheiden, ob sie Löwe oder Lamm sein wollte. Ist das nicht großartig, Kumpel? Erst jetzt haben wir die Möglichkeit, uns wirklich frei zu entscheiden. Aber ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Das Recht, sie zu verteidigen, liegt bei ihr. Und nur bei ihr. Also sei vorsichtig mit Heldentaten, Mike. Wenn du meinen Männern auch nur ein Haar krümmst, um die kleine Maus zu verteidigen, werde ich dir die Haut in Streifen abziehen. Das sind meine Freunde. Verstanden? Ja, du hast dich vollkommen klar ausgedrückt. Du musst es nicht noch einmal sagen. Ja und, aber auch wenn es deine Freunde sind. Du hast ja selber gerade gesagt, Recht sich zu verteidigen. Dann haben sie auch das Recht, sich selber zu verteidigen. Das widerspricht sich doch voll mit der Rose gerade eben. Dann sollen die sich auch selber verteidigen. Naja. Grauenhafte Musik hier, mach mal weg. Diese grauenhafte Musik, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Warum lässt du immer denselben Song laufen? Du hast Glück, dass wir Freunde sind, Mike. Ansonsten hätte ich dir deine Nase in deinen Schädel gedroschen. Das war der Lieblingssong meines verstorbenen Vaters. Er war ein Apostel der neuen Welt. Ein ganz Visionär. Ein Apostel der neuen Welt? Genau das, Mike. Ein Evangelist. Ein Prophet. Ich habe den alten Bastard jahrelang gehasst. Als Junge haben mir die Prügel, die er mir verpasst hat, Angst vor seiner Stimme und seinen Stiefeln eingejagt. Vor seinem Gürtel. Als ich noch ein Kind war, hat er uns dazu gezwungen, tagelang im Wald zu leben. Das war sein Überlebensunterricht, wie er es nannte. Ich habe immer noch die Narben aus dieser Zeit. Wir waren alle froh, als sie seinen verbrannten Körper in einem Auto gefunden haben, wo er eine Flasche Whisky wie ein Babyfläschchen gehalten hat. Erst jetzt verstehe ich es, Mike. Du verstehst was? Was mein Vater versucht hat. Seine Entschlossenheit, uns stark zu machen. Er war ein Visionär. Er wusste, dass harte Zeiten kommen würden und hat das immer wieder gesagt. Und er hat uns darauf vorbereitet. Die Hölle, die mich in der alten, dekadenten Welt begraben hat, hat mir in der neuen Welt Flügel verliehen. Und mir ermöglicht, geläutert, wiedergeboren zu werden. Mir ist egal, ob die große Welle das Werk Gottes oder des Teufels war, Mike. Ich weiß nur, dass einer von beiden sehr gut zu mir war. Die Prophezeiungen meines Vaters sind wahr geworden. Und die neue Welt hat uns alle an unseren Platz verwiesen. Ja, ich habe nicht den geringsten Zweifel. Ich gehe jetzt. Okay, Mike, was immer du sagst. Denk dran. Bring mir Treibstoff und ich habe deine Batterien. Ach, das gilt noch. Okay, ich dachte, der wird's pissig auf uns. Hier seine Schläger, die können sich da selber verteidigen. Und der Barmann, hat der noch irgendwas für uns? Hallo mal wieder. Was darf sein? Ja, mal schauen. Interessanter Laden. Ich bin nicht wirklich daran interessiert, etwas zu kaufen. So, Michael, dann mal raus hier. Das Lied fängt schon wieder von vorne an. Und wo gehen wir denn als nächstes hin? Hier haben wir das Kabel. Das Kabel, das ich durchgeschnitten habe. Die Schläger des Jägers haben eine improvisierte Verbindung gebaut, die vermutlich bis zum nächsten Regen halten wird. Naja. So, jetzt gucke ich mal ins Inventar, warum auch immer. Warum gucke ich denn ins Inventar?
Tja, ich weiß gar nicht. Ah, weil ich wissen wollte, was ich machen wollte. Die Berichte zum Heilmittel, die müssen wir ja noch dem guten, Hä? Wo gehe ich denn jetzt hin? Oder haben wir die schon gegeben? Die haben wir ihnen schon vorgelegt, ne? Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich weiß nicht, ich gehe mal da hin. Ich gehe mal da in die Kirche vielleicht rein. Oder? Gehe ich da rein? Ja, komm, da gehen wir mal rein. Mal gucken. Oh, hier ist ja gar keiner mehr. Vielleicht können wir dann jetzt ja mit der Brechstange... dem Kreuz... Das würde ich lieber nicht tun. Seinem Aussehen nach hat der arme Mann schon genug durchgemacht. Und jetzt habe ich erst gerafft, warum er das sagt. Weil ich dachte ja, hä, warum denn Mann... diese Visionen. Nicht schon wieder. Klick weg. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben. Alles verändert sich, wiederholt sich wieder und... Genau. Oh Gott. Ich glaube, ich... Weil mir jetzt erst aufgefallen ist, dass da dann wohl der Jesus am Kreuz hängt. Würde ich lieber und nicht über den Mann redet der. Seinem Aussehen nach hat der arme Mann schon genug durchgemacht. Das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gerafft. Da habe ich nochmal ganz wichtig gezeigt. So, was haben wir denn jetzt hier? U-Bahn-Eingang. Nee. Gehen wir mal zur Klinik. Wir haben ja jetzt den Ausweis. Nee, ja, genau, den Hospitalausweis. Zeig den mal vor und dann können wir da doch bestimmt rein, oder? Die Wachen haben sich klar ausgedrückt. Nur Fahrzeuge. Selbst mit dem Ausweis habe ich nicht die Absicht, mich ihren Kugeln auszusetzen. Vielleicht, wenn ich nicht zu Fuß unterwegs wäre. Was machen wir dann? Dann gehen wir mal zurück. Da kommen wir wohl nicht mehr rein. Dann laufe ich hier mal so durch die Straße und gehe wieder nach unten. Und gehe da auch nochmal durch die Schranke durch, bei den Wachen vorbei. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hingehe. Ich glaube, jetzt gehe ich zu dem Ed Rodkinson. Genau. Weil wir ja den Bericht noch haben, den wir ihm vorlegen wollten. Hey Rod. Rod Atkinson, nicht Rod. Verloren. Er muss seit Stunden auf Neuigkeiten von mir gewartet haben. Entschuldigung. Rod Atkinson, so war's. Michael. Hey Rod, guck mal, ich hab dir was. Gott sei Dank bist du zurückgekommen. Colin geht es schlechter. Seine Wahnvorstellungen werden länger und heftiger. Meine Frau und ich haben Angst, dass das Ende nahe ist. Bitte sag mir, dass du das Medikament mitgebracht hast, um seine Krankheit zu heilen. Das wird ihn schwer treffen, aber er verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Das schuldig. Ja, schlechte Nachricht, ne? Tut mir leid, Rod, aber du solltest dir das hier ansehen. Das ist ein Bericht der Armee. Darin steht, dass es das Heilmittel, was wir suchen, nicht gibt. Es hat es nie gegeben. Nein, aber es muss eine Heilung geben. Es muss eine Hoffnung für uns geben. Die Geier sammeln sich schon um unseren Wohnwagen und warten auf das Ende, damit sie die Sachen meines Sohnes stehlen können. Colin kann sie sogar selber von seinem Fenster aus sehen. Beruhige dich, Rod. Ich... Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Du hast Verderben in dieses Haus gebracht. Du bist gekommen, um die Todesstrafe über Colin zu verhängen. Aber dieses Medikament existiert. Es muss existieren. Tja, hör mir zu, Rod. Hoffnung, ich habe alles getan, was ich konnte, um das Medikament zu finden. Aber es gibt kein Heilmittel. Versuch doch zu verstehen. Es gibt keine Heilung für die Zerflossenen. Die Zerflossenen? Ich habe dich gewarnt, Michael. Ich habe dich gewarnt, dass du dieses Wort nicht in meinem Haus benutzen sollst. Raus hier. Verschwinde endgültig aus unserem Leben. Warte, Rod. Es tut mir leid. Aber... Du hast doch versprochen, mir zu helfen, herauszufinden, wer ich bin. Dir helfen? Du hast unser Leben ruiniert. Du hast unseren kleinen Jungen dazu verurteilt, zu sterben. Verschwinde! Warum wir denn? Verschwinde sofort von hier! Michael? Michael, ich muss mit dir reden. Ich habe eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft von ihr. Mein Gott, das ist Colin. Eine Botschaft von ihr? Michael! Michael, bitte! Sie hat mir gesagt, ich soll mit dir reden. Was denkst du, wo du hingehst? Wag es nicht, in diesen Raum zu gehen. Du bist in diesem Haus nicht mehr willkommen. Aber der Junge,
Er hat mich beim Namen gerufen. Colin hat Fieberträume. Er weiß nicht einmal, wer du bist. Lass meine Familie in Ruhe. Michael! Michael, ich habe eine Botschaft von ihr. Es ist sehr wichtig. Verflucht! Geh ja nicht zu der Tür! Verschwinde aus diesem Haus! Hör zu, Michael. Wir haben in dem Zimmer eine Waffe mit zwei Kugeln darin. Bring mich nicht dazu, eine davon für dich zu verschwenden. Ist schon gut, Rod. Beruhige dich. Ich gehe. Und ihr, ihr Geier, angezogen vom Gestank seines Todes, ihr werdet nichts bekommen, hört ihr? Kein bisschen, solange ich lebe. Wenn das vorbei ist, wenn er tot ist, werde ich dafür sorgen, dass ihr nichts von seinen Sachen in die Hände bekommt. Ihr werdet nichts bekommen! Ihr werdet nichts bekommen! Oha. Ist er jetzt tot, der Colin? Oh, schon wieder dieser Screen, ne? Jedes Mal, wenn man eine Aufnahmepause gemacht hat, fangen die wieder von vorne an. Alles verformt sich. Ich verstehe. Ja, dass er aufgebracht war, das konnte ich ja irgendwie nachvollziehen, weil wir waren halt einfach gerade derjenige, der da war, wo er irgendwie seinen Frust rauslassen musste. Und hier haben wir das Feuer, da hat er jetzt alles verbrannt. Der meinte ja, der verbrennt es erst, wenn er tot ist, der Junge. Ich traue mich gar nicht, da ans Fenster zu gucken. Eieiei. Na gut, ihr Lieben, ich glaube, ich beende jetzt die Folge. Ich weiß es gar nicht. Und da haben wir schon wieder so einen Bildschirm. Meine Fresse. Ein bisschen übertrieben ist das schon, ne? Und nervig vor allen Dingen. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Dead in Crony City. Michael, bring dich in Position. So, alles klar. Und dann gucken wir mal, ob der Colin noch am Leben ist oder doch nicht. Ich glaube schon. Alles klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Bye, bye.